Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Kassel-Süd und Cuxhagen. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache fuhr der Fahrer eines VW-Busses einem vor ihm fahrenden LKW auf. Der Silozug befand sich in einer Steigungsstrecke und war mit Beton beladen. Fahrer und Beifahrer des Kleintransporters wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Für einen vermutlich nicht angeschnallten Mitfahrer, der sich im hinteren Bereich des Kleinbusses befand, kam jede Hilfe zu spät. Also bei Ankunft bot sich folgendes Bild, dass eine Person noch im Fahrzeug eingeschlossen war. Zwei Personen konnten sich selbst befreien oder wurden von Passanten herausgeholfen. Wir haben dann die eine Person im Fahrzeug befreien wollen und müssen, wobei der Notarzt dann relativ früh feststellte, dass dort nicht mehr zu machen wäre. Da die Unfallursache nicht genau geklärt werden konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter angefordert. Zwei der drei zur Verfügung stehenden Spuren mussten von der Polizei zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.